Dein Geld, deine Verantwortung. Mit Sven. Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und als allererstes wünsche ich euch einen wundervollen Start in das Jahr 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt Neujahr, auch wenn im kleineren Kreis, sehr, sehr gut verbracht, die Weihnachtsfeiertage gut verbracht und seid jetzt voller Motivation auf das Jahr 2021 bezogen. Und ich habe euch ein, zwei Kleinigkeiten mitgebracht, weil natürlich, ne, großes Thema zum Jahreswechsel immer, was hast du dir denn für Ziele gesetzt? Hast du dir Ziele gesetzt fürs nächste Jahr? Und es geht heute gar nicht so sehr unbedingt auch um meine Ziele, sondern vielleicht auch eher generell, was die Deutschen für Ziele haben und wie damit tendenziell eben umgegangen wird. Man kennt das ja meistens aus dem privaten Umfeld auch. Ja, ich will unbedingt mehr Sport machen, mehr dies, mehr jenes. Dann hält man das vielleicht irgendwie 2, 3 Wochen durch und danach flaut das Ganze wieder so ein bisschen ab. Wichtig ist da zu verstehen, der Mensch braucht einfach auch ein paar Tage, um Dinge in eine Routine zu bekommen. Und wenn man da nach 10 Tagen aufhört, dann wird das eher schwierig. Ich glaube, für eine Gewohnheit braucht man mindestens 30 Tage, bis sich das gefestigt hat, was dann schon durchaus einiges ist. Und ich möchte auch alle motivieren, hier unabhängig von einem Sprung, ja, von 31.12. auf 1.1., du kannst immer alles verändern. Und du kannst immer dir Ziele setzen, ja. Also du brauchst keinen speziellen Anlass, um zu sagen, jetzt möchte ich mehr Geld sparen zum Beispiel. Sondern du kannst heute entscheiden, jetzt sofort entscheiden, ab sofort mache ich das so und dann durchziehen. Also deswegen, vielen Leuten hilft es durchaus sozusagen, okay, mit einem neuen Jahr versuche ich das irgendwie umzusetzen. Aber ich glaube, von dem kann man sich auch ein Stück weit lösen, sondern du kannst im Prinzip jeden Tag Dinge anpassen und Dinge eben auch verändern. Ja, ich habe euch eine Statistik von Statista mitgebracht, und zwar, welche Vorsätze haben sie für 2021? Da wurde die deutsche Bevölkerung befragt, und das Oberste ist natürlich, ja, gesünder ernähren, mehr Sport treiben, abnehmen, würde ich mal sagen, sind so tendenziell die Klassiker, die man da so liest. Mehr Zeit mit der Familie, Freunde verbringen immerhin 36% und sparsamer leben auch mit 36%. Das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, dass die Leute sagen, sie würden gerne sparsamer leben. Das heißt, der ein oder andere wird vermutlich schon festgestellt haben, vielleicht auch gerade dieses Jahr festgestellt haben, oh, vielleicht lebe ich ein Stück weit über meinen Verhältnissen oder meine Einnahmen sind genau pari mit den Ausgaben, und wenn man dann vielleicht in sowas wie Kurzarbeit oder sonstiges gerät, hat man vielleicht keinerlei große Rücklagen gebildet, ja, und dann sagt man, hey, irgendwie ich habe nur einen Monat an Rücklagen da gehabt und jetzt hat mir mein Arbeitgeber vielleicht sogar immerhin noch 80% vom Gehalt gezahlt, und dann merkt man schon, das wird eng, und dann hat man vielleicht dieses Bedürfnis zu sagen, zukünftig, vielleicht sollte ich da ein bisschen auf die Bremse treten, um mir ein gewisses Polster aufzubauen, um dann in einer schwierigeren Situation vielleicht dann da auch adäquat drauf zu reagieren. Wichtig ist, wie ich immer sage und wie ich immer finde, eben Ziele haben nichts mit dem Kalenderdatum zu tun. So, wie lange die guten Vorsätze halten, ja, das ist dann eben die andere Seite, ne? Das eine ist, was nehme ich mir vor, das andere, wie wird es dann umgesetzt, die Statistik ist schon ein bisschen älter, die ist jetzt auf 2020 bezogen, aber ich glaube, das wird sich ja nicht wirklich wesentlich verändern, und zwar bei einigen hält das nur wenige Stunden, ja, das ist so, ich will nur im neuen Jahr aufhören zu rauchen und dann irgendwie um 3 Uhr nachts doch wieder die Zigarette angezündet, so ein bisschen in die Richtung vielleicht, ein Tag immerhin 6%, eine Woche 6%, 2 bis 3 Wochen 12%, einen Monat 12% und mehr als 2 Monate 27%. Und dann gibt es noch den Anteil, die sagen, ich breche keine guten Vorsätze. Das ist sehr, sehr löblich. Das ist aber eher die Minderheit. Und man sieht am Anfang so, einen Tag kriege ich mal hin, eine Woche kriege ich auch hin. Und ich glaube, viele Leute sind dann gerade eben zum Jahreswechsel vielleicht noch im Urlaub. Und dann fällt es dann doch durchaus leichter, als wenn man dann wieder zurück im Alltag ist und die Dinge dann irgendwie umsetzen soll, möchte, die man sich am Anfang vorgenommen hat, dann
kommt der Stress dazu und so weiter. Man denkt vielleicht nicht mehr dran, sieht dann, wenn man unterwegs ist, shoppen, vielleicht eine schöne neue Jacke und dann ist dieses mit dem Thema sparsamer Leben vielleicht dann eben auch schon ganz schnell passé. Ich finde, ne, also ich persönlich habe jetzt keine frugalistische Einstellung oder sowas, sondern man sollte sich einfach im Vorfeld überlegen, für was möchte ich Geld ausgeben und das dann eben für sich so strukturieren, dass es am Ende auch passt und eben nicht einfach ausgeben und dann hinterher feststellen, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, da ist nicht mehr so viel Geld übrig und das wird dann oder kann dann unter Umständen auch schnell hässlicher werden. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja auf TikTok unterwegs und da gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten, die dann irgendwie zeigen, dass sie bei irgendwie Klarna oder bei wem auch immer irgendwie 3 oder 4 oder 5.000 Euro Schulden oder sowas haben und sich dann irgendwie auch noch halb dafür feiern. Das ist ehrlicherweise eine sehr erschreckende, ja, Entwicklung, die ich da so ein bisschen mitverfolge, weil es halt überhaupt nicht cool irgendwie Schulden zu haben oder sowas und es sollte auch nicht cool sein und es birgt langfristig einfach ja nur Probleme. So, wichtig für mich für das Jahr 2021 für mich persönlich ist natürlich, dass die Dinge so weiterlaufen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, dass ich weiterhin an meinem YouTube-Kanal arbeite, dass ich weiterhin an TikTok arbeite. Webseite ist, wie gesagt, derzeit in Planung. Da möchte ich weiterhin Gas geben. Darüber hinaus im privaten Bereich natürlich, dass man gesund bleibt und so weiter. Die Frage ist eben für mich, das sind Dinge, die hatte ich gestern auch schon. Deswegen hat sich das von heute auf morgen eben nicht verändert. Und so sollte man generell seine Ziele im Leben irgendwie auch definieren. Und sagen, wo möchte ich vielleicht in 5 Jahren stehen, wo möchte ich in 10 Jahren stehen und dann sich einen Plan eben ausarbeitet und dann sagt, okay, von heute auf morgen kriege ich vielleicht Dinge nicht direkt verändert und umgesetzt und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die guten Vorsätze dann von Tag 1 auf Tag 2 gar nicht so lange halten können auch, weil viele Menschen es gar nicht schaffen, von heute auf morgen etwas komplett und radikal zu verändern, ja? Und wenn ich jemand bin, der einfach zum Beispiel super gerne essen geht. Ich weiß, aktuell in der Situation ist schwierig, aber wir gehen jetzt mal davon aus, ich gehe sonst dreimal die Woche in ein Restaurant und sage jetzt, nee, ich will das auf jeden Fall weniger machen. Dann gehe ich nur noch einmal die Woche oder nur noch einmal im Monat ins Restaurant oder was auch immer. Dann hält es vielleicht 2 Wochen und dann sagst du, ja, jetzt gehe ich dann doch noch mal ins Restaurant. Und dann stellst du fest, ah, jetzt habe ich es ja eh schon gebrochen. Naja, dann kann ich ja dann doch auch wieder normal ins Restaurant gehen. Und dann verfällt man ganz schnell eben wieder in diese alten Gewohnheiten rein. Deswegen sollte man sich realistische Ziele setzen und nicht denken, man kann eben Dinge von heute auf morgen komplett verändern, sondern sagen, hey, vielleicht möchte ich in 2 Jahren weniger ins Restaurant gehen und dann sagen, okay, anstatt dreimal in der Woche gehe ich nur noch zweimal. So, und wenn man das eine Weile durchgezogen hat und sieht, okay, ich habe das jetzt das ganze Jahr geschafft, von dreimal nur noch auf zweimal runterzugehen, dann nächstes Jahr vielleicht nur noch auf einmal runterzugehen. Und so, und dann hat man das innerhalb von 2 Jahren auch geschafft und hat es dann wirklich auch umgesetzt, als wenn man jetzt gesagt hätte, ich will es von heute auf morgen komplett ändern. Und da muss man auch, denke ich, mit sich ehrlich sein und man wünscht sich natürlich, dass man Dinge von heute auf morgen ändern kann, aber bei den meisten Menschen ist das leider nicht der Fall. Deswegen lieber realistische Ziele setzen, die dann auch erreichen und eben Stück für Stück diesen Weg dann auch begehen. Ja, zum Abschluss bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich wünsche euch, wie gesagt, allen einen wundervollen Start in das Jahr 2021, dass ihr alle Ziele, die ihr euch gesetzt habt, für das Jahr 2021 erreicht, dass ihr gesund bleibt und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Sven.